Herzlich willkommen zum 5. offiziellen Livestream und ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen, schönen Format. Was heißt neues Format? Also neues Intro war es auf jeden Fall, ne? Also ich habe ja die aktuellen Projekte nochmal als Cover mit reingezogen und habe dann nochmal ein bisschen die Musik geändert, weil die ein bisschen, ja, ein bisschen epischer klingt, obwohl ich das Wort ja auch nicht so gerne mag. Ja, moin alle zusammen, auch an dich Dave natürlich. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich mache mal ein bisschen Hintergrundmusik an. Wir haben ja noch nicht genug Musik gehabt, aber so ein bisschen was im Hintergrund zu düdeln hier ist ja mal ganz schön. So, ist wieder ein bisschen laut wahrscheinlich. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Ist die Musik zu laut? Müsst ihr mir nochmal eben sagen. Monumental, genau, das hätte ich auch sagen können, richtig. Das wäre auch noch eine schöne Sache gewesen. Monumental ist die Musik auf jeden Fall. Hallo November. Ja, genau, habe ich auch gesehen. Dich habe ich bisher auch noch nicht begrüßen dürfen in meinen Streams. Freut mich, dass du da bist. Es geht los, richtig, es geht los. Wenn du dich schon so freust, darf ich fragen, bist du ein Abonnent von mir? Guckst du meine Videos regelmäßig oder wie bist du jetzt auf mich gestoßen? Würde mich mal eben interessieren. Gerade immer bei neuen Zuschauern interessiert mich das immer wahnsinnig. So. Ich würde vorschlagen, wir sammeln erstmal ein paar Leutchen. Und ich habe sogar den Mülleimer getroffen. Und dann, ja, reden wir erstmal ein Ründchen. Ein Tacken lauter die Musik noch, okay. Weil bei mir ist, weiß ich nicht, bei mir wird das so laut angezeigt. Das ist immer merkwürdig. Ich habe sie jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ihr sollt mich hier, du hörst gar keine Musik? Das kann nicht sein, Steffi. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Also normalerweise sollte Musik laufen. So ist okay. Ich lasse das jetzt so. Okay, ist in Ordnung. Ansonsten schreit einfach, wenn euch was nicht passt. Ach ja, ist das schön. Ist das schön. Ah. Bist schon lange Abonnent, okay. Ja, dann freut mich, dass du jetzt auch mal einen Stream genießen kannst. Wie gesagt, wir spielen heute wieder Crash Bandicoot und ich hoffe, was heißt hoffe, also hoffen, das klingt immer so, als wäre ich froh, dass das Spiel bald rum ist. Das ist aber nicht so. Aber ich freue mich halt auf andere Projekte schon. Also wir werden ja heute abstimmen, was denn nächsten Livestream für Crash Bandicoot kommen soll. Und deswegen freue ich mich so indirekt darauf, dass wir heute wahrscheinlich Crash Bandicoot beenden. Also ich gehe da mal von aus, viel fehlt nicht mehr. Ich glaube 7% oder so fehlen noch. Die sollte ich eigentlich hinkriegen. Hoffen wir es mal. So, und ich lese gerade wieder im Chat, deswegen gucke ich euch nicht an. Wir müssen reden, ja. Du hast nichts verpasst, Christoph. Alles in Ordnung. Ich habe nur guten Tag gesagt. Und auch nochmal an dich, wenn du jetzt nachträglich da bist, guten Tag. Ich hatte übrigens heute frei, also ich war heute nicht zur Arbeit. Ich konnte hier alles in Ruhe vorbereiten. Habe sogar noch Videos gerendert ohne Ende. Falls ihr euch wundert, heute ist tatsächlich noch ein Video bei mir online gegangen. Das mache ich ja normalerweise nicht, wenn ich streame. Bloß, mir ist gestern ein Fehler unterlaufen. Ich habe fälschlicherweise einen Silent Hill Part als Part 41 betitelt, der gar nicht Part 41 ist. Das war schon Part 37. Das hat mir der Dave aber erst und der Robert mir noch erzählt. Das habe ich heute erst gecheckt, deswegen habe ich den gelöscht und heute nochmal den richtigen Part 41 hochgeladen, den ich heute Morgen dann noch zusammengeschnitten habe. Also deswegen gab es heute ein Video, das ist nur der Ersatz für gestern quasi. Also sonst gibt es heute eigentlich keine neuen Videos. November ist doch ein schöner Name, Dave. Also wir können ihn gerne November nennen. Also ist es keiner gezwungen, hier seinen echten Namen zu nennen. Wenn ihr wollt, könnt ihr als Neulinge gerne euren Vornamen nennen, dann kommt ihr nämlich in eine Liste. Die Aschzahar hier in der Gruppe, das ist die liebe Steffi, die hat nämlich eine Liste geführt. Die könnt ihr auch alle anklicken, vielleicht postet ja mal einer eben den Link. Da könnt ihr dann sehen, wer ist, dass ihr wen anschreibt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier der Kuchenhacks zum Beispiel, wenn ihr nicht die ganze Zeit Kuchenhacks schreiben wollt, dann könnt ihr den auch Christoph nennen, als Beispiel. Also da stehen alle drin, wie sie mit Vornamen heißen. Gute Besserung. Ja, von mir auch. Und Prost. Das klingt auch wie so eine Selbsthilfegruppe gerade. Hallo, ich bin der Christoph und ich bin Alkoholiker. Nein.
Ach ja. Was war das gerade eben für komische Musik? Ich habe nur so ein leises Rauschen gehört da. Okay, jetzt kommt was. Jetzt kommt Crash. Sehr schön. Crash-Mucke. Ah ja, den erleben wir gleich noch. Ich freue mich. Dominik. Wir können dich auch nennen, wie ihr wollt. Also, wie ihr wollt. Dann erzähl mal, warum sollen wir dich denn wie ihr wollt nennen? Das interessiert mich. Das ist ein interessanter Name. Wie ihr wollt. Klingt ein bisschen exotisch. Wie ihr wollt. Du möchtest Pudding? Pudding. Pudding, Pudding. Nur Puddys Pudding schmeckt wie Muddys Pudding, fällt mir da ein. Wie kommt es denn, dass du kaum Musik hörst, Steffi? Also, wie ist das bei euch anderen? Von Dave weiß ich ja, dass die Musik so passt. Habt ihr anderen denn alle Musik im Hintergrund? Hört ihr, dass das gerade Crash-Musik läuft? Weil Steffi sagt, sie hört kaum was. Es freut mich natürlich, dass du in erster Linie mich hören möchtest, Steffi. Danke, danke. Aber ein bisschen leise. Also Kuchenhack sagt auch, ist leise. Ich mach's mal ein bisschen lauter. In der Hoffnung, dass es nicht zu laut ist. Ticken laut. So, jetzt habe ich noch mal ein paar Prozente hochgeschraubt. Also jetzt können wir die Zeit noch nutzen, wo wir jetzt noch nicht zocken und das alles einstellen gemeinsam hier. Und die Musik ist zu leise. Besser, okay? Deine Box ist voll aufgedreht. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen übel. Jetzt ist es doch recht leise. Ich weiß nicht, wie man das normalisiert. Da musst du mir irgendwann mal zeigen. Ach, ja, mit einem Headset könnte das natürlich dann klappen. Das stimmt, Steffi. Ja. Also gut, ich höre jetzt gerade nämlich nur über meine Lautsprecherboxen hier, mein Surround-System, aber habe das ziemlich leise, damit der Ton nicht nochmal extra über mein Headset aufgenommen wird. Ihr sollt das hier nicht doppelt hören. Also solange ihr mich gut verstehen könnt, ist ja alles gut. Immer noch leise. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja schon... Okay, jetzt mache ich mal einen ganz schönen Schritt. So. Das war jetzt schon ein ordentliches Pfund drauf. Das ist echt interessant. Das ist interessant von den Ausschlägen hier. Ist es jetzt fast gleich laut mit meiner Sprache. Besser, perfekt. Ja gut, das passt schon. Ich lasse das jetzt so. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Also ihr könnt mir das gerne sagen, dann mache ich das halt lauter. Aber gucken, wenn noch welche dazukommen, dann könnt ihr ja auch mal ihren Senf dazugeben, ob sie was hören oder nicht. Ach ja. Schön, schön, schön. Richtig. Also ich könnte den Stream selbst ja auch noch nebenbei laufen lassen, aber das zieht mir zu viel Saft, sag ich mal so. Und da ich nicht die beste Leitung habe, verzichte ich da drauf. Ich habe halt praktisch nur den Chat und der reicht mir. Das klingt gerade cool, aber ich kenn's nicht. Ist das Doom? Tatsächlich, das ist Final Doom. Ah ja. Also die Musik von Final Doom, muss ich sagen, die habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Weil ich das am wenigsten von allen drei gespielt habe. Spyro 4 Mucke, ja, die könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ja, stimmt, die fehlt mir auch noch. Doom, genau. Ja, irgendwann werde ich auch nochmal Doom Let's Playen. Da habe ich voll Bock drauf, aber ich habe momentan auf so viele Spiele Lust und ich habe mir noch so viel vorgenommen. Also ich habe noch ein paar Jahre was zu tun. Keine Sorge, mir gehen die Spiele nicht aus. Daran wird es nicht mangeln. Genau, Rick. Hast du recht. Ich wusste das halt vorher nicht besser. Jetzt geht's ja. Jetzt ist alles perfekt. Es freut mich. Ich hoffe, ihr hattet bisher auch einen schönen Tag. Also bei mir, ich kann eigentlich nicht klagen. Heute Morgen habe ich noch ein bisschen Holz geschleppt. Und zwar über den Balkon. Das war interessant. Ich hasse es ja, auf Leitern zu stehen. Und da meine Oma ja ein Stockwerk höher wohnt, haben wir das ganze Holz über den Balkon geschleppt. Und ich durfte dann immer in Eimern das Holz über eine Leiter, den Balkon hoch und dann meinen Vater übergeben. Und der hat das dann in den Schuppen gebracht, oben. Und ich hasse es einfach, auf der Leiter zu stehen. Ich bin normalerweise echt keine Schisser. Aber wenn ich irgendwie ungesichert irgendwo in der Höhe stehe, kriege ich Panik. Normalerweise stört mich das nicht. Ich kann in den schlimmsten Achterbahnen drin sitzen. Da bin ich ja dann geschützt, das interessiert mich nicht. Aber wenn ich dann irgendwie einfach nur auf der freien Leiter so stehe und ich denke, ich könnte jeden Moment umkippen, dann ist das für mich die größte Qual. Ja, Leitern sind schlimm. Mache ich gar nicht.
Nicht zu verwechseln mit Treppen, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Treppen sind in Ordnung. Marion ist da! Moin! Das freut mich ja. Cool! Die Marion. Komischerweise ist die Liste nicht immer ganz aktuell. Ja, jetzt stehst du da drin. Das dauert immer eine Zeit lang, bis dein Name hier angezeigt wird. Also meistens sehe ich euch im Chat eher, als mir das hier in meiner Liste angezeigt wird. Ist interessant. Aber Hauptsache, es wird überhaupt angezeigt. Da bin ich ja schon mal froh drüber. Ja, ich bin kein Schisser im Bereich Horror oder Grusel. Das ist ja was ganz anderes. Horrorfilme interessieren mich ehrlich gesagt nicht oder Spiele. Klar gibt es Momente, wo man sich auch mal erschreckt. Aber ich sag mal, das hat ja nichts mit Höhenangst oder so zu tun. Das sind ja zwei ganz andere Paar Schuhe. Was Höhe angeht, bin ich ein Schisser, ja. Das gebe ich zu und das ist so. Das hast du gesagt, Marion. Ja, weiß ich. Aber, ne, machen. Ne? Nicht nur sagen. Deswegen freut mich das ja, dass du das gemacht hast. Steffi, die Alien-Sequenzen, das ist ja nicht, weil ich Angst habe in dem Moment. Das sind ja, na, wie sagt man hier, Jumpscares, ne? Wenn da auf einmal, da müsste jetzt nicht das Alien kommen, da könnte genauso gut ein Handtuch mal eben schnell vorbei und dann irgendwie ein Sound. Und dann würde ich mich trotzdem erschrecken. Rick, mach dich mal bitte wieder orange. Das sieht ja ekelig aus. Wieso bist du denn jetzt rot? Bah. Gidigit, Rick, mach sowas nicht. Du verwirrst mich damit nur, wirklich. Das ist nicht gut. Das tut dir auch nicht gut. Du gehörst orange. Hier. Als Beweis. Rick, da. Diese Farbe, die musst du bitte nehmen. Diese Farbe hier. Das ist Ricks Farbe. Da. Eigentlich müsste ich... Der hält hier bloß oben in der Luft nicht, das ist das Problem. Ich halte ihn ab und zu mal in die Kamera, dann passt das schon. Oh, Spyro the Dragon ist gerade. Muckel die Muckel. Ja gut, Kuchenhacks, eigentlich kenne ich dich auch schon als grün, aber wenn du dich noch, also noch kannst du dich meinetwegen gerne ändern, du warst ja noch nicht so oft dabei. Aber wenn ihr öfter als zwei, dreimal dabei wart und habt dann auf einmal eine andere Farbe, dann das ist kritisch. Das ist nicht schön. Also entscheidet euch bitte. Also Steffi, ich weiß nicht, wer kommen will. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Aber falls du wissen möchtest, wer hier noch im Stream erscheinen wollte. Angekündigt hat sich jetzt so keiner. Wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Keine Ahnung. Früher war ich mal rot. Ja. Ich mach dich fertig, ja, das weiß ich, Steffi. Das ist aber nichts Neues. Prost. Schmeckt übrigens ziemlich cool. Tom und Calvin wäre natürlich cool, wenn die vorbeikommen, ja. Also ich habe sie erst nicht extra angeschrieben, aber ich glaube, ich hatte... In deinem letzten Stream habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich am 13. streame. Wenn sie es bis dahin vergessen haben, ist auch nicht schlimm. Aber ich freue mich natürlich über jeden Zuschauer, ganz klar. Bin gespannt, wer noch so vorbeischneit. Rick, mach dich bitte orange! Was soll der Käse? Das ist doch nicht gut, das ist doch nicht gesund. Yo. Wie noch? Meinst du, du wirst gleich rausgeschmissen? Nicht. Noch nicht, nicht, noch nicht, nach nicht, nicht, noch, nach nicht, noch, nicht. Ja, ihr mich auch. Ey, das ist eine gute Idee, Rick. Ich wollte schon wieder Rick sagen. Warum verwechsel ich immer Dave und Rick? Das ist schlimm. Kleinen Moment. Ich befürchte, das wird nicht lange halten, weil
Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Crash hat zu breite Beine. Das ist leider so. Aber vielleicht hält er ja im Moment. So. Hey, Christoph ist... Also der andere Christoph. Jetzt haben wir schon zwei Christophs. Moin, Christoph. Freut mich, dass du vorbeischaust. Supi. Genau, du bist auch ein Christoph. Ja, ich weiß, Mario, das klingt komisch, aber Crash hat zu breite Beine. Aber jetzt kann er von da hinten aus zugucken, ist doch schön. Und er guckt auch ziemlich bedeppert gerade in die Kamera, finde ich. Aber okay, passt schon. Sehr schön. Und wieder Doom. Das ist jetzt aber, glaube ich, Doom 2. 2 oder 1? Ich glaube 2. Nein, ist 1. Verdammt, ich kriege das immer durcheinander. Das ist Doom 1. Ja genau, du bräuchtest noch irgendwie so ein kleines Podest, wobei du hast doch ein Regal im Hintergrund. Da, wo ich letztes Mal gesagt habe, da steht ein Globus. Nee, ja, neben dem Globus stand irgendwas, was ich nicht erkannt habe. Da könntest du auch irgendwo Spyro reinstellen. Ach nee, du hast jetzt ja eine andere Sicht. Sorry, du hast jetzt ja die Tür im Hintergrund. Vielleicht kannst du den auf die Türklinke setzen. Aber dann sieht man es nicht, weil du sitzt ja meistens vor der Türklinke. Ja, das ist tricky, ja. Überleg dir mal was für morgen. Für die, die es noch nicht wissen, morgen streamt der Dave. Ne? Der Dave Dern TV, der jetzt hier da im Chat ist. Da steht er gerade. Da irgendwo hier, da. Der streamt morgen. Und da könnt ihr gerne alle wieder einschalten. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich freue mich, wenn ihr auch dabei seid. Da wird dann auch wieder Spyro gespielt, nehme ich mal an. Und A Thief und Bugs Bunny. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die drei Spiele weiter fortgeführt werden. Da ist der Kanal. Sehr schön. Danke. Ich bin morgen im Stadion, aber ich komme abends wieder nach Hause, Steffi. Und dann gucke ich den Stream vom Dave. Aber morgen muss ich ins Stadion, ja. Weil die hier spielen morgen. Ne? Und da muss ich dabei sein. Auch wenn das morgen ein anstrengendes Spiel werden wird, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ist egal, ich will es sehen. Ja, dieser Film auf dem Kopf kleben, ist eine gute Idee. Das hält bestimmt. Es wird heute auch wieder eine kleine Essenspause geben. Ich denke mal so, ja, wenn wir mit Crash aufhören, so gegen 7:30 rum, vermute ich mal, werde ich dann ja, oder gegen 6:30, irgendwie so 6:30 vielleicht, ich weiß es nicht hundertprozentig, da schmeiße ich mir eine Pizza in den Ofen. Die werde ich natürlich dann live wieder mit euch hier essen, wie ihr das kennt. Und ja, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also es wird eine kleine. Es gibt natürlich wieder mehrere Laberpausen, ne? Aber jetzt sammeln wir erstmal noch ein paar Leutchen und ich denke mal so gegen 5 rum, 4:45 fangen wir dann an mit Crash. Dann wollen wir mal gucken. Also sollte ich überraschend schnell mit Crash fertig werden, was ich noch nicht glaube, dann schiebe ich noch ein kleines Zwischenprojekt dazwischen. Ein Zwischenprojekt dazwischen. Was man so zwischendurch mal gut zwischendurch spielen kann. Zwischen. Und da sage ich jetzt aber noch nichts zu. Das kommt dann vielleicht spontan. Und damit sich da jetzt keiner drauf freut oder so, sage ich gar nicht erst, was das für ein Spiel ist. Aber vielleicht brauchen wir ja auch eine ganze Zeit für Crash. Wir werden es sehen. Was ich für eine Pizza esse. Ich habe mir so eine Tiefkühlpizza gekauft. Ich weiß die Marke nicht mal. Es war irgendwie so eine Billigmarke. Das war Salami Pepperoni. Ich hab's immer gern ein bisschen schärfer. Ich kann dir... Ne, ich habe nur eine da. Tut mir leid. Was ist das denn für eine Musik schon wieder? Das könnte Tetris sein. Plus. Nee. Das ist Tombi? Aha. Seit wann habe ich denn den Soundtrack von Tombi 2? Dave, habe ich den von dir? Seit wann habe ich denn den Soundtrack von Tombi 2? Das ist mir total neu. Keine Ahnung, wo das Lied herkommt. Okay. Ja, Schinken ist leider nicht so mein Fall. Nee, dachte ich mir auch gerade so, Dave, aber... Das ist ein Liedstück aus Tomba heißt das ja im Original, ne? Da steht Tomba 2, Original-Soundtrack. Also ich habe ihn ja nicht runtergeladen, keine Ahnung warum. Irgendwie ist der, ja, merkwürdig. Ja, genau, ja, stimmt, so eine Verkaufssendung. Und das wäre ihr Preis gewesen. Also ich wundere mich, Crash hält, ne? Wie so eine Duracell-Batterie hängt er da an der Wand. Ich könnte, das sehe ich jetzt, also ich habe da hinten ja noch ein, hier, da wo mein Daumen jetzt hinzeigt, da. Da habe ich ja im Regal noch eine freie Stelle, da könnte ich den Crash sonst auch noch reinstellen.
Mal gucken. Wenn er da runterfällt, mache ich das. Ah, Rayman Legends. Ah. Also ganz ohne Belag würde ich eine Pizza auch scheiße finden. Das ist wohl wahr. Da kann man gleich irgendwie Teig reinhauen. Mh, lecker. Klingt irgendwie stark nach Clue. Und es ist der Clue. Ich wusste es doch. Brötchen. Genau, Brötchen. Boots. Ja, ich gehe gerade ein bisschen ab, weil ich mich freue. Ich freue mich heute richtig. Ein geiles Wochenende. Hat er heute frei. Morgen Fußball. Zwei Streams heute und morgen. Ich freue mich richtig. Und Sonntag werde ich noch eine Runde Silent Hill aufnehmen. Habe ich schon beschlossen. Achso, für die, die es noch nicht wissen, Frontschweine habe ich ja beendet. Da, weiß ich, kam da heute der 21. Ne, gestern kam ich der 21. oder 22. Part, ne? Irgendwie sowas. Das werden insgesamt 28 Parts. Nein, ich lüge euch an. 27 Parts. Und danach gibt es eine Runde Swing. Wo ich da wieder Fragen von euch beantworte. Da habe ich übrigens auch die Steffi ganz lieb erwähnt, weil die Steffi mir geschrieben hat, die Aschzahar, dass sie da noch gar nicht reingeguckt hat in das Let's Play. Und deswegen habe ich ja gehofft, vielleicht guckt sie ja diesmal in die Swing-Session rein, weil da werde ich sie erwähnen. Und vielleicht wirst du da ja auch ein paar Sachen über mich erfahren, die du vorher noch nicht wusstest. Denn es werden auch diesmal wirklich sehr interessante Fragen gestellt. Das sind überwiegend Fragen von Robert Krüger. Und Fragen von Lars, vom Viper-Fan. Und, die haben unter anderem sehr, sehr interessante Fragen gestellt, auf die ich ziemlich beschissene Antworten gegeben habe. Nein, es geht. Aber guckt da mal rein, das ist interessant. Hätte ich so gar nicht erwartet, dass so eine Frage. Also ich lese mir die im Vorfeld schon kurz durch, aber ich habe das irgendwie wohl vergessen gehabt. Waren sehr, sehr tolle Fragen dabei. Ja, du kannst gerne Fragen formulieren. Mach mal meinetwegen einen ganzen DIN A4 Zettel fertig und schick mir die meinetwegen per Mail oder bei Skype und dann machen wir schon. Also ich gerne. Ich nehme alle Fragen entgegen. Ist das so? Meine Cam hängt hinterher. Das war doof. Hm. Das hat ja mit Rummäkeln nichts zu tun. Das würde mich ja freuen, wenn ihr sowas sagt. Das habe ich aber noch nie gehabt. Aha. Christoph sagt nicht. Was denn nur? Minimal. Also mich... Okay. Also für mich selbst... Nee, ich sehe es... Bei mir ist flüssig. Ganz, ganz minimal. Okay, wenn es ganz minimal ist, dann interessiert mich das ehrlich gesagt gerade nicht. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis, Dave. Das ist übrigens Lucky Luke. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Aber manche Spiele kenne ich halt. Gerade die, die ich so in der Jugend gespielt habe, ne? Die haben sich bei mir in den Kopf eingebrannt. Genau, ich sprich schneller. Ich sprich schneller, als ich die Lippen bewege. Bevor kann ich. Ja, ich muss gucken. Das ist das Problem. Ich habe jetzt ja die Playlist an. Ich weiß nicht, ja, innerhalb der Playlist weiß ich immer nicht. Ich kann das ja sortieren, ne? Oder wie ist das? Kann ich da einen Suchbegriff eingeben? Nee. Oder kann ich da nach... Nee, das ist... Nee. Ach, Junge. Dann muss ich das irgendwie extra anwählen anscheinend. Hm. Ja, es tut mir jetzt irgendwie leid. Irgendwie kriege ich das hier gerade nicht hin. Warte mal. Blub. Nee, ich mache das mit dem Windows Media Player. Ich habe gar keinen Winamp auf dem Rechner. Der Platin-Keks ist auch da, Rick. Ja, der ist schon die ganze Zeit da. Ja, warte, dann muss ich das Lied eben extra an. Dann mache ich eben auf Pause. Warte, ich mach's auf Pause und dann mache ich es eben extra an über den VLC. Das geht ja auch.
daran soll es nicht scheitern, Leute. Also, wenn einer einen Liedwunsch hat, dann kann ich ja direkt in meine Liste hier reingehen. Lucky Luke, wo ist er? Da. The Four willst du haben, ja? Da ist es. Nee, da ist es. Warum es jetzt zweimal angehen, keine Ahnung. Ach ja. Das ist echt merkwürdig, Christoph, was du da schreibst. Ja. Thema Laser-OP ist immer so eine Sache. Also ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde. Also mein Augenlicht ist mir sehr, sehr teuer. Ich sag mal so, solange es eine Brille tut, nehme ich auf jeden Fall eine Brille. Aber bei Fällen, wo wirklich nur Laser hilft, weiß ich nicht, ist ein Risiko. Ich weiß es nicht, ob ich, ja, muss man, ich muss in der Situation sein, ne? Also ist schöne Mucke, ja. Ja. Kaffee. Steffi hat Kaffee. Ich hole mir heute Abend wieder einen Tee. Aber das dauert noch ein bisschen. Noch bediene ich mich hier mit Beck's Eis und ich habe hier noch einen Rest Cola. Nö. Also ich habe mich auch lange gesträubt, eine Brille zu tragen. Sage ich ganz ehrlich. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es geht einfach nicht mehr. Und wisst ihr, das war jetzt nicht aus Gründen, weil ich jetzt zum Beispiel beim Autofahren oder so nichts mehr sehen konnte, sondern für mich war entscheidend, ich stand im Stadion in meiner Ostkurve und ich konnte einfach die Spieler nicht mehr erkennen. Ich konnte die Rückennummer nicht mehr lesen und ich wusste nicht, welche Zeit gerade war. Ich musste ständig mal fragen, wer war das gerade, wie viele Minuten haben wir noch? Und das hat mich sowas von angekotzt, dass ich mir immer eine Brille geholt habe. Die habe ich jetzt mittlerweile 2 Jahre und ein paar Monate. Und ohne Brille sehe ich halt so aus, so sah ich halt jahrelang aus. Bloß wenn ich die jetzt nicht aufhab. Also, ich kann überhaupt nicht dran denken, den Chat zu lesen. Das geht gar nicht. Ich sehe ein paar bunte Farben. Das ist echt krass. Ich kann nicht mal das Alex Flattermann 85 richtig erkennen. Das ganz, ganz groß oben drüber steht. Selbst das kann ich kaum sehen. Mittlerweile geht das gar nicht mehr ohne Brille. Ist wirklich so. Und zocken könnte ich sowieso nicht. Ja, das ist wirklich so, Steffi. Wenn ich meine Spieler nicht erkennen kann, dann kann ich nicht leben. So, jetzt ist das Lied vorbei. Ja, nee, nochmal wollte ich es jetzt nicht. Halt. Geh mal bitte wieder in die Playlist rein. So. Okay. Ja, danke Steffi. Mir gefällt es ja mittlerweile auch. Anfangs war es ungewohnt. Weil wenn du 27 Jahre lang keine Brille getragen hast, und dann hast du auf einmal eine. Es ist eine Umstellung auf jeden Fall. Ne? Das ist merkwürdig. Ich habe es ja eigentlich auch nicht dauerhaft. Also eigentlich, na gut, es wird mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit bin und vom PC sitze, der PC ist dann irgendwie nun so weit entfernt, dann kann ich die Brille nicht aufsetzen, dann kriege ich Kopfschmerzen. Also. Tagsüber habe ich die eigentlich kaum auf. Es sei denn halt, ich streame oder ich zocke oder ich guck Fernsehen. Moin, sagt da einer. Wer ist denn dazugekommen? Boi. Cold 4, moin, hallo. Freut mich. Cold 4, was ist das denn wieder für Mucke? Die sagt mir gerade wieder nichts. Zorn des Cortex? Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Christoph, geht's dir gut? Krutzaffel Afka. Ja.
STRG und F, wenn ich in der Playlist bin. Was bringt das? Warte mal. Ich bin jetzt in der Playlist und jetzt soll ich STRG und F drücken. Ja, dann bin ich jetzt zu dem anderen Lied gesprungen, aber was bringt mir das? Ein Suchfeld? Habe ich jetzt... Nee, also der ist zu dem anderen Lied gesprungen. Aber ein Suchfeld sehe ich hier nicht. Oder kann ich hier was eingeben? Warte mal. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das... Warte mal. Ah, danke für den Tipp, Dave. Ich kann jetzt nicht schwören, ob das Suchfenster vielleicht schon vorher da war. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oder war oben links in der Ecke, war ein kleines jetzt auf einmal. Ja, nee, danke. Da komme ich mit klar. Super. Ach so. Ah, STRG und F. Okay, muss ich mir mal merken. Den muss ich mir mal merken. Das ist auf jeden Fall wieder Doom. Robert Krüger ist da. Guten Tag, herzlich willkommen. Es freut mich, dass du es geschafft hast. Ich habe mich schon gewundert, weil du nämlich noch unter dem Stream-Video, meinem Ankündigungsvideo geschrieben hattest. Von wegen, ja, ich freue mich schon. Aber da ist er ja. Sehr schön. Das ist doch fein. Der Robert ist da. Dann würde ich sagen, können wir auch so allmählich mal dran denken, die PlayStation anzuschmeißen. Sollte alles funktionieren. Ich spiele übrigens wieder mit meiner alten PlayStation. Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Ist ja kein Problem, Robert. Ich hatte mir gesagt, ich hole mir eine neue alte. Das habe ich auch gemacht. Und die läuft eigentlich auch. Das Problem bei der ist, dass der Deckel hakt. Und es kann passieren, dass der Deckel einfach mal während der Aufnahme aufspringt. Pum. Ja, sie läuft zwar. Aber jetzt habe ich die alte wieder genommen, weil ich habe es mit mehreren Spielen getestet. Die alte läuft einwandfrei. Meine PlayStation. Ich versuch's jetzt noch einmal mit Crash. Wenn wir jetzt wieder Abstürze haben sollten. Ja, das kann ich auch machen, klar. Dann spiele ich auf der PlayStation 2 weiter oder so. Sehen wir dann ja. Ich werde mir sowieso irgendwann nochmal eine PlayStation 1 kaufen mit ein paar Spielen dabei. Dann verkaufe ich. Also ich mache das ganz gerne, dass ich mal so Sammlungen. Ich bin gerade durch Marions Satz irritiert, tut mir leid. So Sammlungen kaufe ich mir ganz gerne mit mehreren Spielen. Und dann, was ich davon gebrauchen kann, nehme ich mir halt raus. Und den Rest verkaufe ich wieder. Heißt, wenn sie aufspringt, also der Deckel. Ja, der Deckel springt auf. Ja, also, nein, also die PlayStation an sich springt nicht auf und greift mich an. Das war damit nicht gemeint. Also der Deckel springt auf. Da ist ja so ein Verschluss normalerweise. Und der funktioniert bei der einen nicht richtig. Das, aber, was ganz interessant ist, die PlayStation, die ich mir jetzt geholt habe, die, wo der Deckel aufspringt, das ist anscheinend eine gechippte, weil die kann auch gebrannte Spiele spielen. Das habe ich festgestellt, weil da ein paar gebrannte Spiele bei waren. Ja, das weiß ich nicht. Ich könnte ja versuchen, meinen heilen PlayStation-Deckel an die kaputte PlayStation ranzufriemeln. Ich versuch's mal, keine Ahnung. Wie so ein Facehugger, genau. PlayStation-Deckel geht auf. Ah, schön. Ich kann dir die auch mitbringen, Dave. Aber wie gesagt, der Deckel springt halt auf. Musst du gucken. Aber was ich mittlerweile alles mitbringen will zu Dennis, ne? Da kann ich einen zweiten Koffer mitnehmen. Ich glaube, ich bringe das lieber mit, wenn ich zu dir fahre. Das ist sicherer. Und praktischer. Abstürzen. Ach so. Ja gut, wenn der Deckel aufspringt, dann kann das sein, dass das Spiel abstürzt. Ja, also... Ich habe es tatsächlich letztes Mal gehabt, dass wenn ich den Deckel wieder zumache, das Spiel weiterläuft. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Meistens ist es dann aus. Wie wir damit verblieben waren, du wolltest das Let's Playen, das weiß ich. Ich nicht. Du wolltest das Let's Playen. Ich spiele The Evil Within dieses Jahr und du spielst The Last of Us. Apropos The Last of Us, wo ist Lars eigentlich? Der ist noch gar nicht da. Rick, hast du mal was von Lars gehört? Vom Viper-Fan? Ja, Marion, ist eine blöde Sache, ja. Genau, Rick, ja, du kriegst auch Thunensteine. Ich lese das gerade. Ja, das bringe ich dir auch mit. Ach so, ja, ich kann dir das mitbringen, wenn du möchtest. Klar, bringe ich dir mit. Kann ich dir auch zu Dennis schon mitbringen. Lege ich dann damit noch auf den Haufen drauf, was du alles kriegst. Where is Lars? Nee, das glaube ich nicht. Die Vampi schreibt sie übrigens mit I, nicht mit Y. Nur so nebenbei. Aber ich glaube nicht, dass sie...
Dass er noch bei ihr ist. Er hat doch gar keinen Urlaub mehr, glaube ich, soweit ich weiß. Der müsste vorbei sein, sein Urlaub. Heißt das, du kommst im Sommer vorbei, Dave? Ist das so? Rimnir, hat Robert das nicht mitbekommen? Robert Rimnir, der ist für eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt, sag ich mal. Der befindet sich in Reha. Wahrscheinlich so 1,5 Monate. Und er meldet sich dann aber sofort wieder. Ich sollte auch alle lieb von ihm grüßen. Gut, dass du das ansprichst. Das sollte ich ja sowieso nochmal im Stream ansprechen. Also der Rimnir, der sonst immer hier mit im Chat vertreten ist, der ist, ich will jetzt nicht zu genau auf die Ursachen eingehen, aber er befindet sich in Reha und wir hoffen, dass er auf dem Weg der Besserung ist und er lässt alle lieb grüßen und hofft, dass wir Spaß haben im Stream. Also ich habe per SMS hin und wieder noch mit ihm Kontakt und ja, ihm geht es soweit gut und er wünscht uns allen einen schönen Stream auf jeden Fall. Und er hofft, dass er bald wieder auf den Beinen ist und dann kommt er auch wieder mit in den Chat. Da möchte ich jetzt nicht genaueres drüber sagen, Marion. Das weiß nicht, ob er das möchte, wenn das im Stream öffentlich gemacht wird. Vielleicht kann der Dave dir das ja irgendwann mal verklaren oder so. Ach, jetzt Medieval. Ach, es ist immer so eine Sache. Ich mag Medieval, ne? Ich find's toll, aber ich spule mal ein Lied weiter. Hallo? Wieso darf ich nicht weiter? So. Ich wusste gar nicht, dass Rimnir raucht. Keine Ahnung. Aber deswegen, ich glaube nicht, dass man, wenn man mit dem Rauchen aufhören will, in die Reha haben muss, oder? Also, wäre mir neu. Okay, Lucky Luke, genau, das Spiel lassen wir noch auslaufen. Dann schmeiße ich mal langsam die PlayStation an. Ja, selbstverständlich gibt es morgen einen Alien-Part. Und Sonntag gibt es auch einen Alien-Part, Steffi. Was denkst du denn? Wir waren doch fleißig. Sicher das. Yippie! Genau. Das passt auch gut. Bierchen ist alle. Und dann schmeißen wir gleich die PlayStation an und hoffen mal, dass ich was erreiche. Ah, Controller habe ich hier schon. Schon ein bisschen hier hintüdeln. Mal kurz aufs Handy gucken. Wenn irgendwelche Notfälle sind, kriege ich eine Nachricht. Aber ist nichts, ne? Aktuell jedenfalls nicht. Oder ich habe keine Verbindung. Will ich nicht ausschließen. Flohmarkt-Stream. Ja, richtig. Ach ja, morgen war ja Flohmarkt. Genau. Da wünsche ich dir viel Spaß, Steffi. Ich liebe Flohmärkte. So. Musik ist aus. Dann mache ich mal eben eine Pause hier. Pause. So, das ist Pause. Dann wechsle ich mal eben die Maske. Bidup, bidup. und PlayStation an. Ich wünsche dir viel Glück, natürlich. So, jetzt müsst ihr mir sagen, ob die PlayStation auch nicht zu laut ist. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Das ist vielleicht wieder eine andere Geschichte. Ich muss unbedingt... Ticken leiser, okay. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich zu Dennis meine externe Festplatte mitnehme, weil der wollte mir seine ganzen Amiga-ISOs wollte er mir auf den Rechner schmeißen. Immer noch zu laut? Oder geht's jetzt? Wie laut ist das Spiel denn jetzt zu meiner Stimme im Verhältnis? Ich denke mal, dass das immer noch die alten Nachrichten da von euch sind. Ist gut? Okay. Wenn du das sagst, Dave. So, wir laden. Das Knallzeug? Was für ein Knallzeug soll ich mitbringen? Hä? Rick, was willst du? Bin gerade verwirrt. Was für ein Knallzeug?
Ich wollte keine Böller mitnehmen. So, The Lab, da bin ich letztes Mal ein bisschen... Ja, okay, versuchen wir es direkt. Komm rein da. Versuchen wir es nochmal. Schönes Ding. Erstmal wieder reinkommen hier. Ach, das Spratzel-Kaugummi. Ja, natürlich. Ja, das ist ja für Dennis. Das bringe ich natürlich mit. Ich denke, was will der denn? Knallzeug. Das habe ich ja extra für Dennis gekauft. Hör mal, das kriegt er natürlich auch. So. Ich könnte gleich mal in ein Level gehen und mir ein paar Leben holen, fällt mir gerade ein. Das machen wir auch gleich. Mal gucken. Boing, boing, boing. So. So. Ja, Dave, bring mal auch schön Snickers Cruncher mit. Die, wobei, die können wir eigentlich alle essen, ne? Die mag ich auch. Ach, jetzt kommt der Penner wieder. Ich liebe diesen Schrei immer noch. So. Okay, Tür geht auf. Ey, das ist nicht wahr. Ich wurde gerade von der Tür getötet. Ah, 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 ah. Return to Castle Wolfenstein, ja. Ja. Weiß nicht, ob das Schicksal ist, dass du das gerade erwähnst, Rick, aber ich sag mal nichts. Von der Tür erdrückt. Ja, das ist super toll. Ach, jetzt macht Steffi hier den Death Counter, wo Phil nicht da ist. Ich danke dir, Steffi. Das, ja, wirklich. Das erhöht den Druck. Ah. Robert macht mit. Ja, schön. Freut mich, dass ihr da immer noch Spaß dran habt. Nee, macht das ruhig. Ich finde das ja schön. Ich finde das ja, irgendwie finde ich es ja auch schön. Es würde was fehlen, wenn das jetzt keiner machen würde. Oh, ich bin wieder durch die Spraddeldinger durchgespraddelt. So. Das Gute ist, wir kriegen ja hier echt einiges an Leben. Leben. Äpfel. Na komm, lass mal da kaputt gehen. weiß ich jetzt gar nicht. Phil hatte mit mir kurz gesprochen, aber du kennst ja mein Gedächtnis. Ich glaube, er wollte ein bisschen später kommen. Erscheinen. Wow. Ach, du bist es. So. Blackie ist da. Moin. Du warst Robin. Ja, genau. Ich habe mir das gemerkt. Scheißendreck. Okay. Gehen wir mal raus. So, ja. Ich mach das gleich weiter, das Level. Kein Ding, aber ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Leben. Welches Level war das nochmal? War das Castle Machinery? Ja, ne? Ich geh mal eben kurz rein. Ich glaube, das war das, wo wir direkt da ein paar Leben holen können. Ja, das mache ich mal eben. Moin, Robin. So, die brauche ich mal irgendwie leben. Ist immer ein ganz guter Tipp, wenn man dann mal eine neue Session anfängt, dann holt man sich ein paar Leben. Vorausgesetzt, man hat das Level schon geschafft, ne? Das ist natürlich klar. Alter, Marion ist gerade total perplex. Sehr schön, finde ich gut. Ah, ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass wir heute die 100% schaffen, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. So. Geht los jetzt.
Es ist eigentlich auch nicht mal unbedingt ein schweres Level. Man muss halt nur ein bisschen Zeitgefühl mit reinbringen. Und das ist etwas, was ich nicht unbedingt immer habe. Oh, Äpfel weggeschossen. Boing. Na, oh Gott, ich dachte, ich fall runter. Das, wenn man auf diesen gelben Flummi da springt, dann rutscht man auch so ein bisschen weiter. Das ist aber nicht so einfach. Ein bisschen blöd abzuschätzen. Ich wollte eigentlich den haben. So. Und noch ein Leben. Ihr schreibt gerade fleißig, aber ich kann gerade irgendwie nicht gucken. Ich muss mich mal konzentrieren. Wenn das jetzt an mich gerichtet ist und was Wichtiges war, dann bitte ich darum, das einfach nachher nochmal zu schreiben. Scheiße. Oh, gerade noch so hingekriegt. So. Okay. So. Der ist auch nicht das Problem. Eigentlich ist ja gar kein Problem. Man muss nur drauf zurennen und ist das erledigt, das Thema. Ja. Ah, mein Gott. Was kam jetzt? Ach Gott, das ist auch so eine Scheißstelle. Boah. Leben, Leben. Ah, verdammte Kacke. Ah. Ja, Dave streamt morgen, korrekt. Wieso gibt es hier eigentlich nicht einen Akku? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe noch nicht einen einzigen Akku bekommen. Rick, erzähl mal. Wieso gibt es hier keine Akkus in dem Level? Ich könnte natürlich erstmal ein anderes Level machen und hoffen, dass ich mit einem Akku dann hier lande. Aber das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Weil man kann die Akkus, glaube ich, in die... Oh Gott. In die alten Level mitnehmen. Ich bin gerade ein bisschen... Boah. Bisschen... hektisch unterwegs hier. Was nicht unbedingt förderlich ist. Boing. Ja, drüber springen kann man natürlich auch. Ja, ich freue mich da auch drauf, Robert. Es ist immer noch was anderes. Also selbstverständlich mag ich meine eigenen Streams ja auch. Aber der Unterschied ist halt, wenn ich einen Stream gucke, wie zum Beispiel beim Dave, dann kann ich mich halt noch besser auf den Chat konzentrieren. Und hier bin ich halt natürlich auch ein bisschen darauf bedacht, euch zu unterhalten und ein bisschen was Sinnvolles von mir zu geben. Oh Gott, was schreibst du denn da alles? Ich kann das gerade nicht lesen. Klar, Moment. Die 6D... wie geil. Ich soll... Okay. Ja. Gut, also. An alle Zuschauer da draußen, ich grüße ganz herzlich die 6D. Das sind Samet, Firat, Karina, Zylal, Gianluca, Chiara, Robin, Alex, Christopher, Markus, Ismail, Fadime. Oh Gott, was habt ihr denn da für Leute? Timuchin, Miriam, Seren, Karl, Anton, Leonita und Heiko. Bitte, so. Wie viele deutsche Namen waren da jetzt bei? Nicht viele, ne? Weil ich find's jetzt nicht schlimm oder so, aber es fällt auf. Es fällt auf. Anton war deutsch, glaube ich, ja. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Wie habe ich das denn angestellt? Irgendwie. Das ist wieder eine Kackstelle irgendwie. So. So. Ja,
Ja, ich meinte von den Namen her, Blacky. Robin. So. Oh Mann, ey, was für eine Kacke schon wieder. Ich grüße dir alle persönlich, Dave, wenn ich bei dir bin. Ja, das sind ja auch alles normale, was heißt, in Anführungsstrichen normale Namen. Kommt immer drauf an, wo man herkommt, ne? Da sind es auch normale Namen. Okay. Ich möchte dieses Level schaffen, bitte. Ich möchte diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Der war geil. Der war geil. So. So. Ja, die grüße ich beide, Rick. Die soll jetzt schön zurückgrüßen. Nun spring doch auf die Kiste rauf, Crash. So, nein, den mitnehmen bitte. So gut. So. Ach, jetzt kommt er hier wieder. Ich habe immer Angst, dass ich damit runtersegel. Ne? Der läuft immer so ein Stück nach, der Crash. Das ist schade. Okay. Dieses Spiel, ne? Es macht mich fertig. Vor allem, ich habe das Level gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. Oder was heißt schwer? Es ist ja eigentlich nicht schwer, aber es ist... keine Ahnung. Ungewohnt, sagen wir so. So. Da sind wir wieder. Ich hab den Schalter extra nochmal betätigt. Ah, ja, den kenne ich. Christoph. Ihr habt einen vergessen. Ich bin schon das sechste Mal gestorben. Da war einer zwischen eben. Ah, ne, habt ihr doch gezählt. Okay, alles gut. Ich dachte, das hättet ihr vergessen. Ich sehe das gerade. Das läuft ja wieder wie am Schnürchen hier. Aber beim letzten Mal habe ich ja noch gesagt, ich quäle mich beim nächsten Mal mit diesem Level. Ne? Das habe ich jetzt davon. Aber letztes Mal hätte ich da echt keine Energie mehr zu gehabt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall besser als letztes Mal. Das kann ich schon sagen. Doch, also so weit bin ich doch letztes Mal gar nicht gekommen. Das passt schon. Ich glaube, es ist einfach die Anwesenheit von Phil fehlt. Weißt du, deswegen... deswegen klappt das nicht. Ich bin übrigens bei dem Phil demnächst zu Gast. Was? Ich hab doch diesen Scheißschalter gedrückt. Oh, Mann. Ja. Ich bin beim Phil zu Gast. Bei Frontschweine. Wer hätte es gedacht? Ja. Also ich bei ihm. Nein, nicht falsch rum verstehen. Der spielt das nämlich demnächst auch irgendwann. Und da bin ich das ganze Let's Play über zu Gast. Also wir haben ungefähr die Hälfte vom Spiel haben wir durch. Und wenn es dann soweit ist, mache ich auch gerne nochmal ein Infovideo fertig und sag euch das nochmal. So. Den wollte ich. Danke. So, jetzt warte ich extra nochmal ab, bis die Tür wieder zugeht. Türen sind gefährlich, ja.
Kannst mal sehen, was so eine Tür ausmacht. Bam. 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 So. Dup, dup. So, an dem laufen wir vorbei. Oh, Kack. Oh Gott. Da oben bin ich drauf gesprungen. Ist interessant, ja. Wahrscheinlich würde ich sogar an dieser Kerze da sterben, die da abgebildet ist. Da oben, auf diesem Brett. Ich will es nicht ausprobieren, aber... Schalala. Es läuft. Es läuft. Also ich glaube, das kleine Zwischendurch-Projekt können wir uns doch sparen, weil ich werde nicht so schnell mit Crash fertig werden. Ich glaube, ich nehme gleich doch mal ein anderes Level. Aber noch habe ich gerade Ehrgeiz hier. Wenn ich doch wenigstens einen Akku hätte. Aber die geben mir nicht einen. Gab's... Doch, scheiße. Ich weiß gerade gar nicht, gab es im Teil 1 schon Mitleids-Akkus? Rick? Eine Frage an Rick, bitte melde dich. Gab es Mitleids-Akkus oder gibt es Mitleids-Akkus in Crash 1? Wenn ja, dann spiele ich noch so lange weiter, bis ich einen bekomme. Ich habe den Einschalter vergessen. Jetzt aber. Doch nö. Jetzt bin ich so durch so eine Falltür durchgefallen. Ich glaube das langsam nicht mehr. Es läuft, es läuft. Wahnsinn. Aber gut. Wieso antwortet Rick eigentlich schon wieder nicht? Wo hängst du schon wieder rum, Rick? Kannst du mir das mal sagen? Wenn man mal einen Crash-Experten braucht, ja? Und der ist auch schon im Stream dabei. Dann passt er nicht auf, du. Und dann ist er auch noch Moderator. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, ich muss mir das nochmal überlegen, Rick, ob du wirklich Moderator sein solltest hier. Du kommst deinen Pflichten nicht wirklich nach. Oder hängt es damit zusammen, dass du gerade übers Handy zuguckst und nicht... ja, das kann natürlich auch sein. Er hat mir erzählt, er wollte nämlich heute ausprobieren. Er wollte übers Handy zugucken, aber über einen PC mitschreiben. Um so praktisch die Leistung seines PCs zu entlasten. Oder die Belastbarkeit da ein bisschen zu regulieren. Da ist er ja. Ja, ja, genau. Ja, Infovideo. Hm. Rick, ich habe dich gefragt... ob du mir sagen kannst, ob es in Crash Bandicoot 1 schon Mitleids-Akkus gibt. Also bekomme ich einen Akku, wenn ich hier zigmal sterbe oder nicht? Weil wenn ja, dann würde ich mich freuen. Dann würde ich nämlich das hier noch ein bisschen weiter probieren. Ja, also, ha. Ah, okay, das Spiel hat kein Mitleid mit mir, okay. Und weil ich in den Chat geguckt habe, hat mich wieder die Tür umgebracht. Das ist geil. Ah, oh, ist das schön. Ah, okay. 10 schon? Ah, komm, einen noch. Machen wir die 11 voll. Nein. Okay, Glück gehabt.
warte lieber auf die Tür, ne? Wir kennen das ja. Weil wenn man den Schalter nochmal betätigt, wenn sie bereits offen ist, dann zählt die Zeit anscheinend nicht dazu. Spraddel. So. So. Also richtig schlimm wäre es jetzt, wenn ich das Level dann tatsächlich schaffen sollte. Und dann passiert sowas wie zum Beispiel hier, ich habe nicht alle Kisten gefunden. Das wäre die Hölle. So, jetzt warte ich nochmal ab. Ich krieg gerade eine Nachricht bei WhatsApp. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hinweis von einem von euch ist. Ich kann es nicht sagen. Ach, das bist du. Okay. Hubelabber! Fuck! Ah! Kleiner Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Ja, Dave, das ist eine gute Idee. Das können wir gerne mal machen. Ich werde das mal versuchen, im Hinterkopf zu behalten. Ansonsten sprech mich nochmal drauf an. Ja. Nee, ich will das doch nochmal hinkriegen. Es gibt noch zwei Lichtlevel, die ich noch schaffen möchte. Also Dunkelheitslevel könnte man die auch nennen. Eigentlich genau das Gegenteil, aber ich sag Lichtlevel. Ja, weil Akku halt ein Licht verpasst. Sehr gut. So, den möchte ich gern haben. Dann gleich haben wir wieder ein Leben. Ja, ich bin gestorben, aber es ist eigentlich nicht sonderlich zu erwähnen. Das ist eigentlich nichts Neues bei Crash. Irgendwie sind die Kisten da einfach manchmal weg, ne? Das ist komisch. Der hat doch gar keine Blitze gemacht, der Penner. Ne, 13 ist jetzt richtig. Schön. Jetzt krieg ich schon wieder eine Nachricht. Dave, gib Ruhe. Ich guck gleich nach. Muss man eben einmal noch versuchen. Hier. Das war knapp. Warst du nicht? Okay. Du warst das nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben soll. Ich werde es ja gleich sehen. Boing. Ja, ich springe rundherum, aber die richtige Kiste treffe ich nicht. Hervorragend. Ah, jetzt muss ich da warten. Ja, das stimmt allerdings. Die 13 passt. So, treffen sollte man den schon, den Kerl?
Das hilft ungemein beim Töten. So. Es ist doch ein ziemlich langes Level, muss man dazu sagen. Ja, da wären normalerweise die TNT-Kisten wieder gewesen. Aber die waren nicht da. So. Och Mensch, ich hab mich doch gedreht. Das war der Loveo. Der Loveo in der Zugzui-Gruppe. Kannst du mal lesen, Dave, was er geschrieben hat. Sehr süß. So. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen schweigsam vielleicht bin, aber das hilft vielleicht meiner Konzentration, vielleicht aber auch nicht. Ich kann es nicht garantieren. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Denn ich möchte dieses Level ganz gerne noch irgendwann schaffen heute. Wäre schon geil. So, sind wir wieder an dieser schönen Stelle. Fertig aufgenommen. Was nimmst du denn da die ganze Zeit auf? Ein Infovideo hast du gesagt? Willst du wieder mit dem Let's Playen aufhören? Oder doch wieder anfangen? Ich blick da nicht so ganz durch. Wow. Haie, wo? Ha. Hava. Ha. Ha. Mal abwarten. Ich hab dich doch. Ich hab dich doch getroffen! Ich hab dich getroffen, du Sackgesicht! Ah, dieser Stomper. Ich wusste gerade nicht, was ich sagen sollte. Marion ist heute wieder ordentlich am Singen. Ist schön, ja. Oh, das war knapp. Oh, Balla. Jetzt singt, singen, jetzt sag ich schon. Jetzt sehen sie schon zu dritt die Tode, weil einer reicht ja nicht. Ah. Bin ich hier noch am Anfang? Ja. Gut. Wow. Das war knapp. Ja, Steffi hat ja Übung darin, die Arten der Tode zu zählen. Wer es noch nicht weiß, die Steffi, die macht aktuell bei unserem gemeinsamen Let's Play von Dave und mir, Alien Isolation, macht sie den Death Counter und sie zählt auch die Arten der Tode, also wie wir praktisch gestorben sind. Bin ich sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Moin, Christian, richtig? Ich glaube, ich habe das richtig erkannt. Freut mich, dass du da bist. Ah, ich bin. Manchmal verlässt mich mein Gedächtnis nicht. Da ist er ja! Der Loveo, der Harry ist da! War eine sehr süße Nachricht, die du da geschrieben hast in der Zug-Zui-Gruppe. Wieso? Ja, natürlich.
Ja, ne? Ja, war sehr süß. So, jetzt darf ich. Du erlebst mich hier gerade wieder in einem richtigen Fail-Part. Ich schaffe nicht mal das eine Level hier. Das ist schlimm. Aber ich will dieses verdammte Level jetzt endlich schaffen. Das kann auch nicht wahr sein. Ich werde das. Nein, ich will das Spiel heute auf. Ja, das Level ist von Arsch, sehr richtig. Genau wie ein Zäpfchen. Und ich möchte dieses Let's Play, dieses im Stream hier, heute beenden. Und dazu gehört auch dieses verkackte Level. Wow. So. Das meiste ist ja, was mich hier stört, dass ich keinen Akku hab. Das wäre alles nicht so schlimm, würde ich einen Akku haben. Ja, richtig, der Loveo, der möchte heute nämlich auch noch streamen. Was streamst du denn heute, wollte ich gerade fragen. Scheiße. Ich trinke mal einen Schluck. Final Fantasy, okay. Ist ja eine Spielreihe, mit der ich leider gar nichts anfangen kann. Ich habe mich ja bei Dennis Let's Play zu Teil 8 versucht, da reinzufuchsen. Aber nach 3-4 Parts habe ich dann aufgegeben, weil das, weiß ich nicht, das ist einfach nur. Ja. Ich weiß nicht. Das gibt mir leider nichts, das Spiel. Hello Kitty? Ja, das kommt bestimmt, ja. Hello Kitty. Ich habe tatsächlich mal einen Teil gehabt. Ich weiß, ich kann aber nicht sagen, für welcher das war. Das war irgendwann einer für PlayStation 1 auf jeden Fall. Den habe ich damals mal angezockt, weil ich weiß nicht, da war. Habe ich den geschenkt bekommen? Ich weiß nicht, wie ich da rangekommen bin. Jedenfalls habe ich da auch nicht weit gespielt, weil mir das irgendwie zu blöd war. Ach Mann, wieso nimmst du nicht beide Schalter mit Crash? Gib dir doch mal Mühe. Ja, habe ich mal gehabt. Das bedeutet, dass ich es jetzt nicht mehr habe. Ja, das ist korrekt. So, okay, jetzt sind wir schon wieder an dieser Stelle, wo eigentlich die TNT-Kisten da sein müssten, aber die sind nicht da. Ach man, geht das wieder los. Wieso? Oh, ich glaube das nicht. Das regt mich gerade so auf. Ja, ich freue mich auch auf Resident Evil, aber ganz ehrlich, ich möchte den Scheiß hier schaffen. Das ist. Ich kann mich nicht wirklich freuen, wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich dieses hier schon wieder nicht gepackt habe. Und ich will dieses verdammte Projekt heute beenden. Weil, ja, weiß ich nicht. Ich möchte den nächsten Stream was anderes spielen. Im Moment trinke ich gar keinen Tee. Aber ich trinke heute Abend. Oh. Schwarzen Tee, wie immer. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine Sorte ist, ehrlich gesagt. Kann sein, dass das Mesmer-Tee ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber eher irgendeiner von Edeka oder so. Ich weiß nicht, ob sie da Mesmer haben. Keine Ahnung.
Jetzt sind sie wieder da. Das kommt wahrscheinlich, weil ich diesen Typen, diesen, ja, diesen Mitstreiter von Cortex, anscheinend immer in dieses...